Rumpfüberstreckung. Hierbei ist es wichtig, den Kopf in der Chin-In-Position zu halten und die Hände am Beckenkamm abzustützen. Die Überstreckung verläuft hauptsächlich über die Lendenwirbelsäule und die Brustwirbelsäule. Bitte nur so weit nach hinten neigen, wie man das Gleichgewicht gut halten kann. Die Endposition muss völlig schmerzfrei 2 bis 3 ruhige Atemzüge gehalten werden können. Dann wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.